Yay, die Bella darf was testen! Guys, follow me around. Hallo meine Lieben, ihr wünscht es euch immer wieder. Und heute wird auch ein bisschen was passieren, deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich die Kamera mit. Und zwar wird der Gianluca eine Weihnachtsaufführung haben. Ich bin schon total aufgeregt. Und ich habe angeboten, dass ich Pancakes verkaufen werde, genau mit meinem Mulex. Ich nehme euch ein bisschen mit und bin schon ganz gespannt, was so passieren wird. Ich war übrigens auch auf der Glow. Das habe ich auch mitgefilmt, das füge ich euch dann noch an. Und hier könnt ihr schon ein bisschen was sehen. Und zwar war gerade der Postbote da. Ich habe einen Adventskalender bekommen von L'Oreal. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Ich habe das so gefeiert. Da ist er. Ich zeige ihn euch gleich. Und hier ist noch was, weil ich jetzt gleich noch ein Paket vorbereiten muss. Beziehungsweise ja, wegschicken muss. Und zwar hatte ich eine Verlosung auf Snapchat. Und ja, da hat sich die Gewinnerin gemeldet. Und das werde ich noch losschicken. Und dann zeige ich euch mal, was ich noch mitgenommen habe auf der Glow. Und zwar drei Produkte von L'Oreal. Es wird nämlich eine neue Mascara geben. Und zwar diese hier. Ihr wisst ja, dass ich meine Fall/Superstar-Mascara total liebe. Und die hat jetzt noch so Fibers mit drinnen, ne? Also um das Ganze zu verdichten und zu verlängern. Ich bin total gespannt. Also wie gesagt, ich teste das Ganze und werde euch dann drüber berichten. Und diese drei Lippenprodukte hier. Oh mein Gott, schaut euch bitte schön mal die Farben an. Wie genial die sind. Ja, und hier ist der Adventskalender. Yay, ich freue mich. Ich kann nämlich jetzt ein paar Türchen schon aufmachen, weil wir haben es ja schon Dezember. Genau. Und jetzt mache ich aber erstmal meinen Haushalt. Genau, kann ich euch ein bisschen mitnehmen. Das wünscht ihr euch ja immer wieder. Hier ist mein Tisch, den muss ich jetzt schön sauber machen. Da hinten habe ich übrigens eine Deko. Wartet, ich nehme euch mit. Das hat euch auf Snapchat so gut gefallen. Hier, dieses Teil, das zeige ich euch später noch mal ein bisschen besser. Jetzt mache ich aber erstmal meine Küche, meinen Haushalt und dann kommt ihr noch mal dazu. So, jetzt mache ich mal kurz mit euch meine Küche sauber. Ich hoffe, dass ihr mich überhaupt hört. Wahrscheinlich halt es total, ne? Wie gesagt, in dem Haushalt, ja. Aber ja, ihr könnt mir ja mal erzählen, was ihr so zu Weihnachten macht. Fahrt ihr irgendwo hin? Besucht ihr eure Familie? Was habt ihr denn schon Schönes gekauft? Habt ihr schon ein paar Weihnachtsgeschenke? Ja, ich habe noch nichts gekauft. Aber ich weiß natürlich, was ich zu kaufen habe, ne? Oder was ich kaufen soll. Sagen wir es mal so. Genau. Naja, mal sehen. Könnt mir ja mal sagen, ob ich euch das mal in einem Video erzählen soll, was ich so kaufen werde. Genau, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, ich putze jetzt mal hier weiter, weil ich ja dann schon fast wieder kochen muss. Ich gehe dann noch kurz was einkaufen und dann fange ich das Kochen an, weil mein Mann ja dann kommt. So. Okay, mein Lappen. Just met you, but you look, oh girl, you blow my mind. I know what I would like to do, but you just keep on talking. I see your dog needs walking. Your folk drive you insane. I know, yeah, that's true. Of course you ain't the one to blame. Keep on talking to me. Keep on telling me your dreams. Keep on talking to me. But I just wanna see you move. Yeah, I just wanna see you move. I just wanna see you move. Yeah, I just wanna see you move. Sure, I like to listen. It's not like I don't. You've been talking to me three nights in a row. I think it's time to let go. Forget the past, just lose control. Da ist die feine Bella, ne? Was ist denn los? Bist du müde? Naja, wenn ich ihr gleich die Leckerlis zeige, dann wird sie wach. Also, so sieht das Futter aus, das die Bella testen darf, und zwar von der Firma Dogs Health. Genau, drei Pakete hatte ich enthalten und das eine hat die Bella schon komplett leer gefuttert. Ich habe es mal aufgehoben, damit ihr es sehen könnt, und hier ist auch nicht mehr ganz so viel drinnen und so sehen die jetzt aus. Wir hatten dann noch drei Pakete enthalten, und zwar diese hier, einmal zum Einschlafen und einmal für den Morgen, und diese hier liebt die Bella über alles. Die habe ich immer beim Gassi gehen mit dabei, und wenn sie was Tolles macht, bekommt sie eben eine kleine
kleine Belohnung. Wir machen das jetzt schon mal auf, dann sieht sie das nämlich. Ja, und ich erzähle euch ein bisschen was. Und zwar wird das Ganze in der Schweiz hergestellt. Und zwar ist es so, dass sie wirklich 100% Frischfleisch ohne Fleischmehl verwenden, ohne Mais, Weizen und Soja, was ich natürlich super finde. Und das Ganze ist gluten- und laktosefrei, ohne künstliche Geschmacksverstärker. Und was ich total gut finde, ist, dass sie das Ganze ohne Tierversuche produzieren. Ja, ihr könnt das Ganze auch in Deutschland kaufen. Ich habe mal auf der Internetseite geschaut, da ist es so, dass ich Hamburg gesehen habe und so weiter. Da müsstet ihr einfach mal schauen oder ihr bestellt das Ganze einfach online, wenn es euch interessiert. Also ich werde definitiv weiter dieses Produkt hier verwenden. Ich werde da jetzt dann auch noch mehrere kaufen. Eins haben wir jetzt zwar noch, aber die Bella verträgt es wirklich so, so gut und ich habe da so ein gutes Gewissen dabei. Es ist auch so, dass sie zum Beispiel nur eine Fleischsorte pro Produkt verwenden, was natürlich das Allergierisiko minimiert und gerade die Labradore, das wisst ihr ja, vielleicht, die neigen ja dann doch eher zu Allergien. Ne, Bella, was ist denn los? Bist du so müde, mein Schatz? Magst du ein Leckerli? Magst du ein Leckerli? Ja, dann musst du aber erst was dafür tun. Da kann man nicht so da liegen. Mach mal feinen Sitz. Mach mal feinen Sitz. Musst du erst mal hochkommen, ne? Ja, so ist fein. Ja, so war es fein, ne? So, mach mal feinen Platz, Bella. Bella, Bella, hier. So und Platz. So ist fein. Ah, die ist ein bisschen müde jetzt gerade, die Bella. Aber die hat Frauenprobleme, ne? Da müssen wir auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Okay, also das war das Produkt, das ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, wir sind total zufrieden und die Bella natürlich auch. Und die lurt auf die Leckerlis. Na gut, noch einmal Leckerli. Also, mach fein Sitz. Sitz? Ja, was ist denn los? So ist fein. Und Pfote? 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 So ist fein. Das geht jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber das ist ja auch kein Zirkushund, ne? So, jetzt gib mal der Bella mal zu essen, ne? So, aber die Bella muss natürlich erstmal was dafür tun. Ich habe übrigens ein bisschen Wasser noch mit rein. So, Bella, mach fein Sitz. So ist fein. Platz. Pfote. So ist fein. So, und dann bekommst du auch dein Essen. To me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich schaff's nicht mal mehr, mir meine Haare irgendwie aufzuhübschen. Leider, ich musste nämlich meinen Sohn noch zum Tennis fahren. Das ist mein Outfit. Ich muss jetzt ganz schnell los zum Aufbau. Unglaublicherweise ist es schon dunkel draußen, obwohl es erst kurz vor 4 ist. Ja, die Klamotten hier, die sind neu. Die werde ich euch in meinem Fashion Haul am Sonntag zeigen. Die Schuhe auch, diese Overknees. Dann hier mein neues Ankerarmband von Paul Hewitt. Gefällt mir auch richtig gut. Das trage ich heute und meine neue Uhr, die ich noch stellen muss. Die ist nämlich noch falsch gestellt. Die ist auch von Paul Hewitt. Genau, gefällt mir richtig gut. Wegen dem Schwarz dachte ich, passt das ganz gut zusammen. Jetzt dann später in der Pause kurz werde ich mir die noch stellen. Und dann habe ich noch meine neuen Ohrringe. Ich trage jetzt mittlerweile ab und zu mal wieder Ohrringe, ausnahmsweise. Und zwar sind die von Happiness Boutique. Genau, die finde ich richtig edel und passend jetzt für die Weihnachtsfeier. Und jetzt muss ich aber wirklich ganz schnell los, sonst komme ich noch zu spät. So, wir sind jetzt losgefahren und ich wollte euch noch kurz was von der Glow erzählen, was richtig cool ist. Und zwar war ich ja in der VIP-Lounge und es waren wirklich so, so viele tolle YouTuber da, ganz große YouTuber. Unter anderem die Slimanis, dann die Bella, die Maren und die Tara natürlich. Also es waren ganz, ganz viele tolle YouTuber dabei. Und vor mir liefen dann auf einmal die Lochis, was total witzig ist, weil ich weiß, dass meine Kinder die Lochis total gerne mögen. Und das habe ich dann dem Lissandro drauf gesprochen und der Lissandro meinte dann, oh Mama, können die mich vielleicht mal grüßen? Und dann habe ich die einfach mal angesprochen. Ne? Die hatten sich da kurz vorher mit Sammy Slimani unterhalten. Da meinte ich so, hey Jungs, wie sieht's denn aus? Ne?
könnt ihr vielleicht meinem Sohn liebe Grüße da lassen. Und dann hat er mir einfach das Handy so genommen und dann hat er dem Lissandro eine Sprachnachricht gemacht. Genau, also beide. Genau. Und da hat sich der Lissandro total gefreut und für mich hat sich deshalb allein schon die Glow gelohnt, weil ich mein Kind glücklich machen konnte. Magst du die mal abspielen? Die Nachricht, hast du die gerade da? Ja. Okay, hört genau zu. Lissandro, hier ist die Locke. Hallo. Na, wir grüßen dich auf jeden Fall ganz doll. Ja, und dann sehen wir uns auch mal irgendwann. Du bist ein großer Fan, von daher ganz liebe Grüße an dich und bis hoffentlich bald. Tschüssi. Richtig cool, oder? Die haben, glaube ich, 2 Millionen Abonnenten, oder? 2,2. Oh, Entschuldigung, 2,2 Abonnenten. 2,2 Millionen Abonnenten. So, jetzt haben wir's. So, ich bin jetzt angekommen. Auf jeden Fall war es richtig cool auf der Glow. Ich blende euch das ja am Anschluss nochmal an. Im Anschluss nochmal an, so. Genau. Und mache jetzt aber Schluss, weil wir angekommen sind und jetzt geht's zur Weihnachtsfeier. Total schönes Weihnachtskonzert. Die Kinder haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich war super aufgeregt. Wollte mich jetzt noch kurz von euch verabschieden. Ich muss nämlich jetzt noch die Kinder duschen bzw. baden. Der Alessandro geht in die Badewanne. Der hat nämlich eine neue Kugel von Lush. Wir lieben ja Lush über alles und es duftet immer so, so gut. Und genau, dann gucken wir noch kurz über die Hausaufgaben. Magst du nochmal herkommen, Luki? Ja. Da ist mein Luki. Habt ihr ganz toll gemacht, Schatz. Es war so schön. Warst du aufgeregt? Ja. Echt? Warst du aufgeregt? Ja. Dafür hast du es aber ganz toll gemacht, mein Schatz. Genau. Ja, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Jetzt im Anschluss seht ihr noch, wie es bei der Glow war. Genau. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch unser Follow Me Around wieder gefallen hat. Ja. Na, sagen wir noch Tschüss zusammen? Ja. Tschüss! Auf der Bühne hätte ich früher nicht gedacht. Leute sagen dies, Leute sagen das. Guten Morgen. Oh mein Gott.
Ich sehe voll fertig aus. Elvis sieht voll fit aus. Da drüben ist die Sandy. Und wir frühstücken jetzt. Yes. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Wir müssen uns beeilen, weil wir dann abgeholt werden vom Taxi. Also bis später.